Yo Leute, was geht und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und zwar gibt es eine neue Gipfel der Zeit. Ich befinde mich jetzt gerade auf dem Testserver, deswegen ist das Ganze schon ein bisschen eher online. Und ja, hier haben wir einmal 10 Sterndeutungskarten, 10 Fraktionsschriftrollen und ein paar ja, kleine Belohnungen, die auch ganz in Ordnung sind. Ich würde sagen, starten wir das Ganze nach dem Intro. Bevor ich mit dem Video beginne, wenn du in Zukunft keine weiteren Videos zur Gipfel der Zeit oder sonstiges verpassen möchtest, dann lass doch gerne ein kostenloses Abo da, würde mich auf jeden Fall mega freuen und supporten und dann würde ich sagen, ja, legen wir los. So, am Anfang spawnt ihr hier und als erstes eliminieren wir einmal den Gegner hier. Ich gehe davon aus, dass das Ganze dieses Mal nicht so schwer sein wird wie die letzten beiden Gipfel der Zeiten. Da hatten ja echt sehr viele Probleme, unter anderem ich auch auf meinem Main-Account. Also das war schon eine echt schwierige Gipfel der Zeit, aber wenn ich mir das Ganze jetzt hier so anschaue, dann sieht das Ganze auf jeden Fall einfacher aus. So, wenn wir die Belohnung eingesammelt haben, dann schicken wir einmal unsere Karre hier los, die rote. Damit öffnet sich dann der Weg hier. Und als nächstes schicken wir einmal die blaue los. Damit öffnet sich dann auch der Weg. Als nächstes rufen wir einmal unsere rote Karre zurück und schicken sie einmal wieder los. Denn wie ihr jetzt seht, stellt sie sich hier auf das rote und ja, die ersten Plattformen wurden damit erreicht. Dann könnt ihr hier als nächstes den Gegner einmal töten. So, da haben wir auch unsere XP. Als nächstes ziehen wir dann einmal an den blauen Hebel. Damit wird der Weg hier frei und wir können erstmal den Gegner hier mitnehmen. So, als nächstes schicken wir dann einmal die blaue Karre los. Als nächstes ziehen wir dann einmal an den blauen Hebel hier. So, und rufen einmal unsere Karre zurück. Drücken dann einmal auf Abfahrt, beziehungsweise entsenden oder wie auch immer. Dann ziehen wir einmal an den gelben Hebel und wir schicken einmal die rote Karre los. Damit ist auch dann der zweite Weg frei. Perfekt, und da haben wir dann schon unsere rote Karre schon mal auf den nächsten roten stehen. So, wenn ihr das Ganze gemacht habt, dann rufen wir einmal unsere blaue Karre wieder zurück, ziehen einmal an beiden Hebeln wieder, damit wird dann der Weg frei und einmal losschicken die blaue Karre. So, jetzt steht er auch auf seiner blauen Plattform und wir haben beide hier schon stehen. So, wenn ihr das Ganze geschafft habt, dann zieht ihr hier einmal an den ja, lilanen Hebel oder pinken oder wie auch immer. Dann gehen wir einmal hier hinten auf den Gegner, erledigen den einmal. Dann gehen wir einmal hier runter, killen den Gegner und den Gegner. Und wenn ihr das Ganze erledigt habt, dann sehen wir uns wieder. So, wenn ihr das Ganze erledigt habt, natürlich wie immer schön die Belohnung einsammeln. Dann ziehen wir einmal an den, ja, ach, da steht die Farbe ja sogar an dem violetten Hebel. Einmal ja hier diese Schienenkarre ein nach unten. Und wir schicken einmal unsere rote Karre los. So, wenn ihr eure rote Karre losgeschickt habt, dann schicken wir auch noch einmal die blaue los. So, und damit ist der Weg da auch offen. So, und als nächstes ziehen wir dann einmal die Karre hier wieder nach oben. Dann rufen wir einmal unsere blaue Karre wieder zurück. Einmal wieder entsenden. So, dann ziehen wir einmal die Holzkarre hier nach oben und betätigen einmal den violetten Hebel. Wenn ihr das Ganze geschafft habt, dann ruft ihr einmal eure rote Karre zurück. Und ja, logischerweise entsendet ihr sie auch direkt wieder. Damit wird dann der Weg hier frei und sie steht auf der roten Plattform. So, wenn das Ganze bei euch geklappt hat, dann betätigt ihr einmal den violetten Hebel und einmal den grünen Hebel. Wobei ich den jetzt eigentlich nicht als grün empfinde, aber okay, wenn es da steht, dann haben wir das so. Dann rufen wir einmal die blaue Karre zurück und logischerweise drücken wir wieder auf Entsenden. Damit ist sie dann auch auf der blauen Plattform angekommen und ihr habt eure großen Belohnungen. Ja, und das war's mit dem Video. Wenn ihr es gefallen hat, dann wie gesagt, wenn du keine Videos mehr in Zukunft verpassen möchtest von Gipfel der Zeit oder was auch immer, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn du ein Abo und kostenloses Abo da lassen könntest. Und ja, wie gesagt, das war's. Hier haben wir unsere 10 Sterndeutungskarten. Hier haben wir unsere 10 Fraktionsschriftrollen. Und das war's mit dem Video. Wenn es dir gefallen hat, dann lass doch gerne ein Like da. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut und ciao.